wehtun. Dana, sind Sie da? Isaac, ich kann den Aufzug nicht freigeben. Können Sie bei sich irgendwas machen? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Dass ich nicht was? Bitte. Nein, nein, Earthquad kann es nicht sehen. Dana, es ist wichtig, dass ich was? Sorry, Isaac, das weißt du leider nicht. Das ist ja der Sinn von dieser Nachricht, dass du nicht weißt, was du nicht tust. Oh, tun sollst. Damn. Damn. These fuckers gave me a hell of a time. Fick dich. Als wenn du eine Postmütze auf hättest, ey. Okay, ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Ja, ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Isaac Clark. Motherfucker. Wie ist nochmal? Ah, ja, okay. Ich vergesse jedes Mal wieder, wie das Hacken ging. Lol, dreimal dann an der gleichen Stelle hacken? Ist das irgendwie sinnfrei oder ist das irgendwie sinnfrei? Ich mag diese Schreidinger nicht. Die verstecken sich und dann laufen die auf mich zu und dann sind die einfach da. Das sollen die nicht. Energieknoten. Ganz für umsonst. Also, billig halt, ne? War das, Bildung ist gratis und manchmal sogar umsonst. Zur Erinnerung. Ich schubs dich einfach auf. Da sind schöne Bilder. Isolierraum. Kein Zugang. Das ist irgendwie auch der Sinn von dem Isolierraum. Uiuiuiui. Hallo? Hier ist die Security. Geht es Ihnen gut? Hallo? Was ist das? Ach so. Andenkenladen. What? Kann ich wieder zurücklaufen, oder? Lesezimmer, okay. Ist hier der Andenkenladen? Ha, cool, ich kann nochmal einkaufen. Ich muss gar nicht einkaufen. Aber ich kann speichern, egal. So, da. Uiuiuiuiuiuiui. Einmal auf die Bench. Auf die Bench. Was kann ich hier noch? Ich habe hier ein Harpunengewehr. Das ist das Tempo. Uninteressant, oder? Plasma-Cutter wäre nochmal Schaden. Stase wäre... Nee. Rick kann ich ja sowieso noch nichts machen, außer Luft. Ja, komm, hier ein bisschen Schaden. Was? Ach so, das ist kein Startknopf. Okay. Okay. Harpunengewehr. Ich mag ja an sich das Harpunengewehr. Ich kann ja noch einmal hier auf Tempo gehen. So. Wie viele Harpunendinger habe ich noch? Wie viel habe ich noch? 2 Zehner. Ich habe davon... Oh, ich habe genug von allem. Ich kann sogar noch einmal kurz die Strahlenenergie lagern. Bewegen. Ich bin bereit. Isaac Clark, meine Freunde. Isaac Clark. Da lang. Ab in die Kapelle der Vereinigung. Vereinigung. Klappe.
noch irgendwelche fanatischen Sektenführer. So, kommt her, ich schüttel euch einfach ab. Okay, zu viel auf einmal will ich nicht. Komm. So. Einmal kräftig schütteln und Nekomorphen sterben. Oh ja, Altman sei gepriesen. Praise Altman. Okay, wer bist du? Ist das irgendjemand Wichtiges da drin? Ja. Frohlocket, wenn jemand verreckt, ist voll in Ordnung. Warum erschrecke ich mich eigentlich noch? Irgendwo war das klar, dass du noch lebst. Mister, sie blockieren den Fahrstuhl. Tschüss. So, Aufzug. Wir wissen ja alle, Aufzüge sind tolle Dinger. Ich habe auch gar keine Angst hier. Es ist gelb, die Farbe des Bösen. Das ist ein Aufzug der Post. Ab. Stirb, Wand. Stirb. So, und jetzt sind wir in irgendwo, wo es tropft. Leute, haltet eure Kirche doch trocken, ja? Niemand mag es, wenn irgendwas tropft. Das ist uncool. Ha, dude, hätte ich vielleicht doch noch einen Energieknoten auf, wer seid hier? Dings setzen sollen? Sagen wir gleich, wer heißt denn, auf Luft? Ach nee, okay, es ist einfach nur kalt hier. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, hier wäre irgendwie keine Luft oder so. So, eingefrorene Menschen. Eingefrorene Menschen. Ach ja, stimmt, die Unitology begraben ihre Leute nicht, wenn die sterben, sondern... Die werden einfach eingefroren, damit sie später, wenn die Vereinigung kommt, die große Konvergenz, damit sie bereit sind, zu dem Monster Nekromorphen zu werden. Wobei die ja an sich gar keine Ahnung von Nekromorphen haben. Da ist zum Beispiel was kaputt. Das heißt, hier wird mich mindestens einer empfangen. Hallo, Freunde. Ich muss ja sagen, ihr saht nicht wirklich gesund aus. Geht es euch gut? Ja, Isaac und seine Halus. Friss nicht so viel LSD, mein Freund. Ist bestimmt ungesund. Okay, nothing left to do. Oh ja, Energie. Ha, I like Energie. Energie ist lecker. Norm. Ich finde diese Türen so cool mit dieser extra Schutzfolie da drin. Wie jetzt? Keine weiteren Halunkis? Halunion? Wahnvorstellung? No? Isaac, sie enttäuschen mich. Ein Textlog. TPS-Bericht, Temperatur des Kryobereichs. Softwarefehler für das Tauen, Verlust von zwei Leichen in der letzten Woche verantwortlich. Ist wieder aufgetreten.
Wir konnten den Großteil von Sektion 1 auf manuellen Betrieb stellen, bevor die Temperatur signifikant anstieg. Ich vermute immer noch, dass die EarthGov-Offiziere, die letzte Woche nicht in die Krypta durften, dafür verantwortlich sind. Ich mag mich irren, aber ihr Besuch und der Fehler liegen zeitlich zu nah beieinander, um ein Zufall zu sein. Ihr seid auch gar nicht paranoid, ihr Leute. Wir werden das Betriebssystem heute Nacht neu formatieren, um die Möglichkeit einer infizierten Software auszuschließen. Ich werde eine Dreierschicht anordnen, um sicherzustellen, dass alles glatt läuft. Sizzle Ende. Paranoid. Natürlich, ich höre etwas. Wunderschön. Da ist schon wieder einer kaputt. Manu. Uncool. Irgendwann springt mich hier einer an. Sagte er und wird von einem angesprungen. Boah. Als wenn ich in die Zukunft sehen könnte. Ah, too obvious. Trotzdem flattert mein Herz. Das war ein netter kleiner Schock. Der war geil. Ich stehe auf so einen Scheiß. Ist hier noch einer? Ja, vor allen Dingen, wenn ich den Weg hier gegangen wäre, dann wäre hier keiner auf mich zugehüpft. Toll, toll. Wie weit geht das hier bitte schön noch? Ihr habt zu viele eingefrorene Leichen. Zu viele eingefrorene Leichen. Oh fuck, hier kommt doch garantiert irgendwas auf mich zu, oder? Einmal. Nächster. Wo? Da. Ah nein, du bist ein Spuckheini. Ah, spuck wen anders an. Ich glaube, ich wechsle mal wieder aufs Harpunengewehr. Da, da, da. Ne, ich bleib beim Plasma-Cutter. Harpunengewehr gegen große Massen von Gegnern. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ganz gemütlich dein Arm abtrennen. Du bist auch noch am Leben. Ah, Necromorphen, ihr werdet immer einfallsloser. Immerhin sind die restlichen Leichen koscher. Oder? Koscher. Koscher. Koscher, ja. Yummy. Nom, nom, nom. Was passiert hier? Lese ich erstmal den Textlog. Anlagen, Arbeitsanweisungen, bla bla. Problem. Krypt? Särge bleiben auf den Schienen stecken. Schienensystem, Särge, Krypta, bla bla. Sarg ist beschädigt, mehrere Versuche, bla bla. Schienensystem, bla bla bla. Geschätzter Arbeitsaufwand 5 Stunden. Ich bin Isaac Clark, ich kriege das in unter 2 Minuten hin. Dana? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Verdammt! Okay, Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert, dann ändern wir das doch einfach mal, oder? Ach so, Schwerkraft offline. Darf ich das gar nicht einfach so ändern? Dann halt nicht. Ach, jetzt geht das weiter nach unten. Ah, futsch. Wow. Was bist du?